wisst ihr Bescheid jetzt, was wir zu tun haben. Außerdem, wie gesagt, es ist nicht viel Sound in dem Ranch Sim Simulator. Es gibt auch keine Musik oder so. Juhu. Man muss sich ja auch konzentrieren. Beim Ernten und beim Töten und was da halt alles so zu tun hast, ne? Vor allem beim Töten. D-Max, viel Spaß im Lörg. Ja. Und all I hear is me, me, me. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schlafen gehen? Okay, gute Nacht. Willst du mitgehen, Klausi? Komm, wir gehen mal in unser Häuschen. Und dann gucken wir mal. Ja, es ist sauflüssig. Oh, es läuft saugut. Es ist immer noch, der Stil ist da, aber es ist irgendwie ein bisschen, ist schon geil. Ist schon geil irgendwie. So, ab in die Haia-Popaia. Eher speichern, eh schlafen. Na, wir schlafen erstmal. Happy Dienstag allerseits. Ja, Mimi wünsche ich dir auch. Servus. Herzlich willkommen im Chat. Wie geht's dir? Eher speichern. Komm, wir speichern gleich mal zuerst. So, gleich mal abgesichert. So. Das ist unser Home und das sind unsere Kühe. Da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die wieder minimieren. Oh Gott. Ja, das sind die Kühe und die Pferde und die... Wo sind denn die Pferde? Die waren ja auch irgendwo, ne? Ja, ich glaube, der Gerät habe ich schon gesehen. Oder war das auch... War das Schwanzus Longus? Muss man nochmal gucken. Da hinten sind die alle. Die besteigen sich da hinten schon. Oh Gott, das Pferd besteigt die Kuh. Ach du heiliger Strebesack. Ach du heiliger. Ach du heiliger, das wollen wir doch ja, gar nicht wenn's, sehen. Wenn es drückt. Wenn es drückt, was willst du machen? Ja? Oh nein! Halt, oh nein! Es passiert! Halt, ein Dreier, Schwanz ist Longus, lass dich doch nicht besteigen hier. Was ist los mit dir? Nein! Nein! Es ist noch nicht 22 Uhr. Oh Gott. Okay, es fängt schon mal. 22 Uhr. Fängt schon mal gut an, ja. Ja, ja. Mario, Dankeschön für 68 Stunden seit einem Jahr und 26 Tagen und 12 Stunden am Start. Guck mal, jetzt sind schon die Stunden dabei. Ja, bei mir auch, Mimi, bei mir auch. Schön, schön. Auch der Racker ist auch am Start. Rackerlein. Ach du heiliger Strohsack. Was passiert hier? Okay, dann haben wir hier. Ziegen und Kühe. Das wir ist müssen, also ich wäre ja auch so ein bisschen fürs Umbauen, ne? Also. Ja, müssen wir umbauen wegen dem neuen Land? Naja, ich würde, nee, das nicht, aber dass du ein bisschen Ordnung hier reinkriegst, das ist im Moment. Ach so, ja. Ja, klar, mach. Nicht, gerne. Ist nicht meins, weißt du? Ja. Tu dich austoben. Genauso wie das Haus. Ja. Genauso wie das Haus, das würde ich auch abreißen. Weil wir können auch selber eins bauen. Ein schlichtes. Weil es ist alles sehr eng da drin. Ja, oder wir lassen es stehen und bauen ein neues. Pass auf, mein Vorschlag wäre nämlich. Ja. Hier machen wir eine Tür hin. Ja, ja. Und bauen daneben so unseren Schlafbereich. Dann müssen wir nicht immer so einen Kilometer bis da hinten hinlaufen. Ja. Ja, finde ich gut. Können wir machen. Das ist so eine Idee. Können wir machen. Was ich so hätte. Ja. Und man hätte dann nämlich auch das Haus hinten abreißen können und hätte da Gewächshäuser hinmachen können. Aha. Warte mal, wie kommt man denn nochmal in das Buch? Nee, Tab-Taste und dann auf den Hammer. Ach, stimmt. Und da haben die jetzt auch neue Sachen hinzugefügt. Mhm. Ich hätte ja mal was vorbereitet. Oh, sogar so eine Schlängeltreppe. Okay, das sind die fertigen Häuschen, das sind die Scheunen. Mhm. Das kennen wir schon. Wandlampe. Juhu. Das kennen wir schon. Pflanzen gibt's auch. Und hier, das ist das Gewächshaus jetzt neu, ne? Ganz unten, ja. Ja, ja. Okay. Und damit kannst du so schön bauen. Geil. Da kannst du richtig tolle Sachen mitbauen. Bis jetzt, grauer Wolf, hatten wir die immer zusammen gehabt im Stall. Aber wie gesagt, Maria will da ja jetzt ein bisschen umbauen. Ne? Und Angel Destiny, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen.
ein bisschen geordnet ist, dass man auch mal ein bisschen, weißt du, du hast jetzt immer keinen Überblick, wie viele Viecher du da neu drinne hast und das ist echt. Weil Felder sind hier ganz hinten. Kam der Alert nicht vom Racker rein oder was? Weil ich bin so vertieft, dass ich den natürlich nicht gehört habe. Kam der gar nicht rein? Habt ihr den nicht gehört oder was? Nein! Nein! Ich habe gestern wieder an meinen Schrauben gedreht, an meinen Knöpfen. Also wie du siehst, unsere Felder, wir haben drei Sonnenfelder, die sind nicht sehr groß. Oh, okay. Was ich halt schade finde, ich hätte es mir eher platzierbar gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier Ist hinten in der Ecke ja, aber ist ziemlich weit ab wahrscheinlich, vom Schuss, ne? kann ja sein, dass sie das so gemacht haben wie am Anfang bei Ranch Sim. Da war ja auch die Häuser vorgegeben. Jetzt sind die Felder wieder vorgegeben und irgendwann ändern sie es, dass man es auch wieder selbst machen kann. Aber am Anfang ist es vielleicht so einfacher, ne? Na, hier ist noch eins. Und hier oben ist dann auch noch eins. Das sind die Also drei das Felder, sind die wir haben. genau, das sind die drei. Die sind nicht also auf der Map verteilt, sondern die sind auch direkt bei uns. Genau. Okay. Das Ja, gut, ist ja nicht. Sonnenblumenfeld, wenn du dich erinnerst, das kannst du nicht abernten. Also das habe ich Ah, schon mal okay. probiert. Aha, okay. Ja, ich habe gedacht, das kann man machen. Okay. Habe ich nämlich auch gedacht. Weil ich habe die hier hinten erst nicht gefunden. Und hier wäre dann nachher die Garage für Trecker und Mähdrescher. Ja, cool. Geil. Wäre so meine Idee. Ja, Du siehst, wir ja. brauchen auch Glas. Und das ist auch noch Ja. nicht ganz fertig, weil ich muss erst hier eine Etage, ich brauche erst Holz, damit ich da oben weiter anzeichnen kann. Okay. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo man jetzt Glas herbekommt. Baumarkt. Baumarkt. Muss man kaufen. Baumarkt. Genau. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir schnappen das Auto. Da Ja. ist ja noch Sachen zum Verkaufen drauf. Verkaufen das. Ja. Anhänger sowieso hinten dran und dann zum Baumarkt Holz und Glas kaufen. Ja. Und die Geräte, die kannst du ja, glaube ich, wir haben ja schon diese Anhänger da, oder kaufen und fahren. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich sehr langsam, ne? Schön. Trecker kaufen Juhu. und fahren ist kein Problem. Mähdrescher ist ein bisschen. Ja, muss man auf dem Anhänger machen, ne? Und Nismo, Habe vielen ich Dank auch für schon deine überlegt, Freunde ob und man den da herzlich drauf kriegt. willkommen. Kriegen wir Müsste man bestimmt mal gucken, drauf. ob man den da drauf kriegt. Ja. Wegen dem Alert gucke ich gleich erstmal, warum der nicht kam. Ich habe nämlich, war ja gestern das Problem gewesen, dass es nicht funktioniert hat. Dann habe ich wieder mal ein paar Schrauben gedreht. Lass mich mal ganz kurz schon mal gucken, ob es jetzt möglich ist, wenn ich. Den Knopf müsste ich gedrückt halten und den Knopf müsste ich gedrückt halten. Schließen und jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Aber es darf nicht im Clip zu hören sein. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. So. Ja, Mann! Ja, da passt es mit Sicherheit drauf. So. E. Manchmal ist es E, manchmal ist es R, manchmal ist es F. Ja, ich musste mit dem Anmachen nämlich auch erstmal gucken. Motor starten mit F, geil. Ja. Ups. Entschuldigung. So, jetzt bin ich auf die NPCs gespannt. Maria fährt hier, es kann also nichts passieren. Was sagst du? Es gibt Autos! Oh mein Gott, wie gut! Ja gut, Angst, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Die sind aber nicht sehr schnell. Oh nein. Es kostet dich 2 Stunden mit mir Horrorrunde. Ja, ich bezahle das alles zurück, Racker. So, jetzt verkaufen wir erstmal. Ja. Ich mache es auf. Ihr könnt ja Aber guck mal, mal, mach mal das dicke Geld. ja. Hühnerwurst. Na, 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 na. So, alles verkaufen, ja? Alter. 6.304 Dollar, Leute.
Ganz viele Horror mit der Chefin, ja. Ja. Selbstverständlich. So. Na, wollen wir erstmal zur Tankstelle, weil der Tank ist nicht mal halb voll? Ja, mach, mach. Leute, es gibt auch Kanal, also ohne Bits auszugeben, Kanalpunkte in diese Sound-Alerts-Dings. Probiert's einfach mal aus, einen Sound-Alert jetzt zu triggern und dann gucken wir gleich mal, machen wir einen Clip davon, gucken wir gleich mal, ob wir den dann hören und ob der aber nicht im Clip vorkommen darf. So muss es, so ist es nämlich richtig. Alter, kannst du mal schalten? Ey. Danke fürs Testen, Leila. Ich gebe dir die Punkte wieder, die kann ich dir ja, glaube ich, wieder zurückgeben, ne? Glaube ich. Wieso gehen die Sound Alerts nicht? Gestern ging noch alles. Huch! Die Popotröte geht, Shannara. Die Popo. Maria, ist alles in Ordnung? WTF, Junge? Die Popotröte geht, Shannara. Oh, alles raus. Good morning, Leila. Hallo, alles gut. Bin gerne zum Testen da. Sehr schön, ja. Sehr schön, Shannara. Ja, sehr. Titanic haben wir auch gehört. Wie, die Titanic habt ihr gehört? Aber ich habe sie nicht gehört. Jetzt höre ich's wieder nicht. Es ist doch zum wahnsinnig werden. Irgendwas habe ich gestern kaputt gemacht. So wie Maria jetzt die Tankstelle zerstört. Ja. Nee, mache ich jetzt aber hier sowas von. Die Titanic habt ihr gehört? Und warum höre ich sie nicht? Nein! OMG, was tut sie da? Die Titanic habt ihr gehört? Na, wenigstens hört ihr sie jetzt. Es bringt mir nur nichts, ne? Ich will sie nur nicht hören. Frage der Woche. Hat Maria einen Führerschein? Hallo, ja, Willi. Ja, sogar mit Anhänger. Mir ist das echt... Mir ist es anstrengend. LOL. Ja, ja, ja. Ich habe eigentlich gar nichts geändert. Und jetzt kann ich den Sound nicht hören. Das ist aber nicht gut, Leute. Muss ich nochmal, ich muss da nochmal nachgucken. Jetzt gucken wir erstmal, was hier neu gekommen ist. Glas. Wie viel Glas soll ich ihn pushen oder pushst du? Nee, kannst ruhig pushen. Ich habe Holz gepusht. Was weiß ich, mach so 2, 3, 4. Eigentlich kannst du so, dass 100 sind, glaube ich, ist nicht verkehrt. Okay. Tieranhänger, oha. Der Arme. Mehr kannst du hier noch nicht kaufen. Okay. Weihnachten ist nicht verfügbar, okay. Warenkorb, Kasse. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, hatte ich mir hier ganz viel Holz gekauft, war dabei, das Holz aufzuladen. Ja. Hab das vorletzte Holz auf dem Anhänger gehabt. Ja. Dann kam der Bär von hinten, hat mich überrascht und hat mich getötet. Dann habe ich die Schnauze voll gehabt, habe ausgemacht. Oh. Weil du spawnst dann ja am letzten Speicherpunkt. Und ich hatte keinen Bock, das ganze Holz wieder zu stapeln. Ja, glaubt ihr das? Oh nee. Da hätte ich auch erstmal Tschüss gesagt. Sag mal, du oller Bock. Adin, hast du keine Waffe in der Tasche? Doch. Wo denn? Ach so. Denk dran, du musst auch laden. Aber nicht mich schießen, ne?
Ich gucke Du weißt, gerade. das geht. Er lädt wieder nicht. Warte mal, ich brauche einen Moment. Bitte Ja, das beruhigen Sie dauert. sich. Ja. Ach, guck mal, er steht und wartet. Minimiert. Ja, die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit. Irgendeinen Denkfehler habe ich, Leute. Warum kann ich es auf einmal nicht mehr hören? Oh Gott. Das hört sich aber schon gut an, ne? Ja, so hänge ich auch so. Magst du noch ein bisschen Holz kaufen? Ich muss den Sound gleich ein bisschen leiser machen. Bitte was? Ja, das. Ja, das Wetter ist immer sehr laut. Ich sag, magst du noch ein bisschen Holz kaufen? Ja, Dass kann wir ich den machen. Anhänger voll kriegen. Der kann ja voll. Heißt ein bisschen. Oh. Wo ist das Holz jetzt hin? Hä? Du musst auch auf Warenkorb gehen und kaufen. Habe ich das nicht gemacht? Anscheinend. Ich weiß nicht, ich habe nicht hingeguckt. Ich Ach, habe. habe ich nicht gemacht. Upsala, da ist es. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht. Furoka, ja moin, wie geht's dir denn? Nee, ich bin gerade echt. Ich habe gestern, wie gesagt, noch nachgeguckt, ob das alles passt. Gleich geht gar nichts mehr, Klaus, ich sagte es. Ich habe gestern noch geguckt, wie ich das beheben kann, weil ich will euch natürlich auch nicht den Spaß nehmen und dann, ne, und wenn ich halt, ne, also das, was gestern war, war ja auch nicht richtig. Jetzt ist es eigentlich richtig für euch, aber ich höre halt nichts. Na, einen Tod müssen wir vielleicht sterben. Du hast Urlaub und dir geht's sehr gut. Das ist aber schön, Furoka. Den Spielesound hört ihr, das ist das Allerwichtigste. Den kann ich wieder ein bisschen höher drehen. Mich hört ihr, nur ich höre halt die Sound Alerts nicht. Großes Oh. Fragezeichen. Das ist das Ding mich scheißen tut, ey. Oh, klapp. Warte mal. Alexander. Ja, mir geht's auch gut, Furoka. Mir geht's auch gut, na klar. Nehmen wir Abkürzung. Schön, dich mal wieder zu lesen. Ja, mach das, Kate. Mach das. Viel Spaß im Glöck. Kaffeepause, so sieht's aus. Hier kommen so viele kleine eklige Bäume. Ja. Hatte viel um die Ohren in den Ich bin letzten jetzt auch mal da. Monaten. Ja, uns ging das auch so, Furoka. Die letzten Monate waren wie verhext. Aber schön, dass es dir gut geht. So, alles reinpumpen, ja? Alles rein, was geht. Geil. Als erstes am besten die Plattform. Immer so das Wichtigste. Ach so, stimmt ja. Mal hier, damit wir besser raufkommen. Der tut es ja nicht wie in anderen Spielen einfach reinfeuern, sondern musst ja dann sagen, okay, Naja. das muss da und dahin, ne? Wo sind die Mal ganzen sehen. Mädels? Die kommen später. Die Gwenny ist noch in der Schule. Ja, die Gwenny hat aber schon geschrieben, die Gwenny kommt nicht. Hat sie geschrieben gerade? Oh. Gwenny hat so viel um die Ohren. Mein Gott, der Kopf. Ja. Oh. Und die Anja, die hat noch bis 2 einen Termin. 2, 3 Uhr, die kommt dann. Paddel.
gell? Da musst du leider nur meine krächzende Stimme hören, mein Hase. Ist das in Ordnung für dich, Babbel? Scheiße. So, das sind wir doch ratzifatzi fertig damit hier. So. Alert. Holzplanken. Warum kann ich denn hier? Glas ist übrigens auf dem Auto. Das muss hier nämlich teilweise auch schon rein. Aber das geht nicht, ne? Das nee, da ist erst der Rahmen. Da ist noch ein Rahmen, wenn der Rahmen drin ist. Ah. Ah, so, und jetzt geht's. Auf. Okay. Aber jetzt müssen wir erstmal. Warte mal, wo ist denn die. Wo ist denn die Taschenlampe? H? L. Oh. L die ich Lampe. Kann pfeifen? Ja, nach dem Pferd kannst du pfeifen. Nein. Das ging aber schon immer. Das ging schon seit der Pferde schon. Ich habe Schwanzes Longus noch nie zugepfiffen. Wisst ihr? Nee, ne? Nee. So, jetzt brauchen wir erstmal Glas. Das ist auf dem Auto. Ja, hab's gesehen. Ach, das hat ja gar nicht so viel Glas. Schon fertig, ja? Kommt noch. Kommt noch. Nee, ich sehe nichts. Gehe jetzt eh auf Arbeit, bloß denke hier an Karl-Heinz, der ist mit einer Frau unterfordert. Ja, richtig. Ich will ja wieder alle befruchten, weißt du? Das ist ja. Ja. Ich will ja wieder alle befruchten. Muss er wieder breitbeinig schlafen, Karl-Heinz. Gott. So. Nein, du machst das da ran. Wie lange musst du denn heute arbeiten, Paddel? Oh, ich will immer Dings drücken. Von 14 bis 1. Oh, das ist aber auch eine blöde Uhrzeit, oder, Paddel? Die Schicht ist bestimmt nicht schön für dich, oder? Oder geht's? Geh doch da rein, du blöde Kuh. Boah, 14 bis 1. Das ist krass. Ist ja nur eine Ausnahmeschicht, das ist ja nicht normal. Ach so, okay. Nadine, ja. Wollen wir schlafen gehen? Ich kann nämlich keine Blaupausen mehr setzen, weil Mittel und Bahn sehe ich die Dinger nicht. Ja, und klar. Lampe raus sehe ich auch nichts. Ja. Dann wir es finden. Links. Links geradeaus. Und dann scharf rechts. Ja. Rechts. Mit leichter Neigung nach links. Nein. Rechts. Ich habe schon mal einen Stall gefunden. Ja. Ich habe auch schon mal ein Haus gefunden. Ja, das ist es. So, mal das Licht aus, genau. Ach ja, ist das schön. Kommst du an, ja, sehe nichts. Hier denn besser. Wunderbar. Jetzt sehen wir wieder was. Und es regnet schon wieder. Ja, der Regen wurde ja minimiert, ne? Entwickler, wir haben einen Bug. Kein Feature.
Oh, das wird aber schön. Das sieht ja schon fast aus wie ein Gewächshaus und nicht wie ein Naja, ich finde halt Lager. diese Fenster recht. Achso, das ist das Verkehrte. Ich finde diese Fenster recht schön. Naja, Ja. das ist ja auch eine Garage, ne? Das ist die Treckergarage. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor der Landwirtschaft. Kann nur in die Hose gehen. Hallöchen! Ist ein bisschen komisch, wenn ich heute nicht auf die Alerts reagiere, gell? So. Bis später, Paddel! Ja! Eine ruhige Geschichte. Na, wohl zu ruhig auch nicht. So. So. Das wird noch ein Schuss, ein Fuß. Gehen Sie da jetzt bitte ran. Long day for the puddle, ne? Ja. Hallo Ami, leider kann man noch das noch immer nicht ordentlich in Ergo-Perspektive spielen, ist eher noch schlimmer geworden. Ach, hör auf, Armin, ja? Auch ich spüre das gerne in Third Person. Ja, okay. Ja. Okay, na schade. Aber bei den Entwicklern hast du immer ein gutes Gefühl, Armin, ne? Also die worken schon ganz schön dran. Nur irgendwie neue Update-News gibt es jetzt nicht, ne? Ja. Nee, was Neues im Moment. Gell? Die hatten Also wie nämlich. gesagt, dass die Hunde und Katzen zwar kommen sollen, aber... Ja. Aber so eine schöne Liste, wie sie es sonst immer hatten, dass du genau wusstest, okay, im September kommt das, im Oktober kommt das oder so, ne? Kam jetzt nicht. Ja, sehr schön. Ja, cool, haben wir schon die Hütte fertig. Deswegen mit Holz kaufen, das geht eindeutig Ja, schneller als... gut, bei dem, guck mal hier oben, ach so, das seht ihr wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben 154.210 Dollar. Ja, also da, wir können uns das leisten, quasi, ne? Ja. Okay. Na dann. Na dann. Das restliche Holz packen wir bei uns ins Lager. Guck dir das an, die Olle. War das? Nö, ne? Nö, alles gut. Stammtisch. Stammtisch. Nö, Mehrere gibt's Flaschen Malzbier. Dankeschön, nicht. Oh Gott! Alexander. WTF? Soll ich hier mal ein bisschen mähen oder was? Ich habe keine Axt. Mit E. Einfach mit E an den Baum ran. Ach so, stimmt. Oh Gott, ist das schon lange her hier. Ich mähe hier mal ein bisschen was weg. Dass wir hier mal ein Ja, so bisschen mal. durch können, ja. Ja, gibt es hier irgendwie so Straßen, dass dann halt wieder das Gebüsch wächst? Na, das wächst ja sowieso nicht nach. Was du hier fällst, das ist weg. Ach so, stimmt ja. Weil die kleinen Bäume so ausschauen, weißt du, als ob die nachgewachsen sind. Oh, das ist doch schon mal besser. Das ist doch schon mal besser. Wunderbar. Wie viele können man nehmen?
Wie viele Baumstämme kannst du tragen, Karl Heinz? Nur einen! Los mit Ja, dir. er ist eine Lusche, er kann da nichts für. Ach du meine. Was? So jung und so ungestüm, ja. Ist doch geil. Was wir alles können. Alles klar, erstmal hier hin. Und hallo Jetta, servus. Und so. Dann, wenn du möchtest, können wir einen Traktor kaufen. Und ein Mähdrescher. Ja, sehr gerne. Und Anbaugeräte. Ja, sehr gerne. Und dann kannst du dich damit auseinandersetzen. Und ich kann umbauen. Ja. Und mit den Bienchen, glaube ich, wie weit war man da eigentlich auch gewesen? Wir haben, glaube ich, erst zwei, wenn ich richtig sehe. Genau, ne? Wir hätten noch sammeln müssen, glaube ich, ne? Damit wir überhaupt. Eins, zwei drin. Damit die überhaupt funktionieren. Ja. Beziehungsweise, nee, die hatten wir, glaube ich, voll. Die funktionieren voll. Schon. Nee, hier sind bloß, also hier sind zwei drin. Plus zwei Bienen. Genau, aber hier hinten diese, was auch immer das ist, da diese Honigmacherei. Und die haben wir hier. Maschinen. Ja, das sind die Schleudern. Genau, die haben nicht funktioniert, weil da gab es zu wenig von den Waben, die wir da reinmachen wir können konnten. Die Bienen, nee, wir können die Bienen schon da reinmachen. Also die zwei Waben, die wir haben, die können da rein. Ja. Und schleudern können wir die, das ist kein Problem. Brauchst halt länger, ehe das keine Fass voll ist, ne? Hm. Wieso kann ich mir das nicht öffnen? Den kann ich öffnen. So. Na, also du kannst da einfach die Bienen warm reinsetzen. Einfach geht aber auch nicht. Also du musst da erst den Räucher runtersetzen. Ja. Und dann, also am besten ist, man macht sich da einen leichten Weg, wenn man die Bienenhäuser umsetzt, packt die hier zwei hin und da zwei oder drei, dass du es dicht bei hast. Und noch ein, zwei Räucherer mehr. Ja. Ich habe die immer direkt unter den Bienen warm zu stehen und dann einen direkt unter dem Honiggedönse hier und dann lasse ich die da rauchen und dann ist gut. Ja, ja. Brauche ich nicht ständig umsetzen, weißt? Ja, so wäre es am einfachsten, ne? Mhm. Ja, machen wir noch, ja. Alright. Klappe zu. So, Racker, die Zensi klappt aber. Die ist kaputt. Der Alexander hat schon gegen die Zensi gewonnen. Die Zensi funktioniert, Racker. Ich find's so lustig immer. Du machst den Computer am Abend aus, machst am nächsten Tag an und irgendwas ist anders. Ich finde es so spannend immer. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Hallo Don Filou, Prost! Klang! Ich glaube, der klingt diesmal auch. Also der Anhänger ist schon so ein bisschen, ne? Ah ja. Was ist mit dem? Ein bisschen buggy. Buggy? Naja, der schmeißt immer das. Also wir haben jetzt auch eine Bank, ne? Guck mal hier. Ah ne, ja genau, die habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Die Heidelbank. Ach, guten Tag, servus. What können Sie denn für mich tun? Kredite aufnehmen. Ja, das brauchen wir ja nicht. Bei $154.210. Nee, aber ich meine nur, also das hast du jetzt auch. Okay, ja, das ist ziemlich cool. Dann kann man am Anfang nicht so am Rödeln, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. Da ständig die Bären jagen und so. Also ich bin da nicht so der Freund von. Oh, das haben sie aber auch schön neu gemacht hier mit dem Auto. Mhm. Aber hier gab es mal eine Treppe, glaube ich. Die haben also komplette Gebäude auch überarbeitet.